Einen schönen Sonntag wünsche ich euch da draußen im Weltall und uns selber natürlich auch. Das hier ist Ugrutz und Battletech und wir spielen jetzt unsere nächste Storyline-Mission. Und zwar entern wir gerade Smithin und dort werden wir uns um unsere nächste Rettungsaktion für Haus Carosas kümmern, die um Hilfe gebettelt, wie auch immer, oder vielleicht auch nicht. So, das Training-Modul ist fertig und wir sind aber auch ready to proceed. So, 2 Sterne. Wir hätten jetzt 3 Sterne standardmäßig schon aufgestellt. Aber ich glaube, mit einem Stern, einem Totenschädel Tonnage mehr runter zu rocken als unser Gegner ist kein Fehler. Wir würden aber, glaube ich, jetzt... ist die Frage. Generell bin ich ja bei den Storylines immer dafür, dass man das beste Personal mitnimmt, was man so hat. Deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich Rebel seinen Shadowhawk wiedergeben. Und auch Medusa ist im Wolverine besser als Tricky. Damit haben wir dann unsere Elite hier und unsere Nachwuchsstars da oben. Die kommen dann wieder in den Zwischenmissionen zum Tragen. Okay. Wir sagen Deploy. So, die Restaurationsarmee ist in einem Kampf eingeschlossen und unsere Bodentruppen sind als Verstärkung für sie gedacht. Und wir sollen im Prinzip einen Munitionsdump einnehmen, um die gegnerischen Truppen von Nachschub abzuschneiden. Klingt soweit easy, ich vermute, hier wird es das nicht. Ah, okay, wir sollen das einnehmen für die anderen. In Ordnung. Okay. So, die Dinger sollen wir erobern. Da stehen aber auch natürlich Gegner drin. Okay, das heißt, wir sollen die Factory hier erobern, ohne allzu viele von den Crates zu zerstören. Das heißt, wir haben 2 optionale Ziele. Entweder 6 oder 3 von den Dingern übrig zu lassen oder halt auch schlicht alle. Aber das heißt im Prinzip, dass wir 2 von den Dingern zerstören dürfen. Und ich vermute, dass die halt dann so großflächig, wie es hier ist, explodieren. Wir gucken also jetzt von vornherein mal ein bisschen langsamer. Gehen jetzt nur auf den Sprintmodus, um zu gucken. Die lila Flecken gehören zur Karte. Das heißt, das hat nichts damit zu tun, dass wir da unsere Hitze schlechter abbauen. So, da könnten wir schon auf irgendwas schießen. Das heißt, den Schritt gehen wir jetzt nicht. Also würden wir direkt den Kampf einladen. Oh, tun wir trotzdem. Da könnten wir schießen. Wollen wir aber nicht. Wir versuchen uns erstmal so passiv wie möglich. Gut, dass da links der Dragon steht. Der kann einiges ab. Wurde uns zumindest erzählt. So, jetzt kommen da die Gegner. Ein Haufen Vierer-Mechs. Die sind hoffentlich klein. Und sauschnell. Also wahrscheinlich Locusts oder ähnliche Geschichten. Da ist auch noch einer. Ein Spider. That is not a drill. So, er hat nicht getroffen, uns nur ein Evasion weggenommen. Da kommen wir drauf klar. Jetzt die Frage, ob hier noch irgendwas ist. Ich fürchte, dass diese Turrets mitspielen, hier auf 1. Das heißt, wir sollten eventuell gucken, dass wir die Turrets aus dem Spiel nehmen. So,
hier haben wir auf jeden Fall eine Arschlochposition. Die werden wir nicht freiwillig einnehmen. Gehen wir erstmal hier rüber. Position confirmed. Sehen wir wenigstens, was wir da haben als Gegner. Ein Firestarter und ein Locust. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal drauf. Ein bisschen Glück ist der dann schon weg. So, ein Evasion abgezogen. So, von irgendwoher kommt Raketenfeuer. I'm showing minor damage. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch Tanks im Gebiet, die wir noch nicht sehen. Standing by. So, Medusa stellt sich mal dazu. Und geht, glaube ich, auch recht aggressiv an die Sache ran. Light L Long Range. Ja. So und so vielleicht. 90% mit dem L-Laser zu treffen. I copy. Der Rest geht auf den Kleinen. Noch ein Evasion runter. Kommen unsere dickeren. Wir versuchen jetzt mal hier die Türme hauptsächlich aus dem Spiel zu nehmen und den Kleinen. So. ABC. So, scheiß drauf, alles auf A. Haben wir den wenigstens vorbei, hoffentlich. Was heißt vorbei? Getötet. Jawohl, ein Turret weniger, der uns auf die Moppe gibt. Und da haben wir das Structure exposed. Hinten ist noch irgendwas, was aber jetzt mit so einem Wolverine knallt. Das heißt, den Shadowhawk haben wir damit brauchbar in Sicherheit gebracht. Destroy the Garrison Units. 8 Dinger haben wir da scheinbar, um die wir uns kümmern müssen. Ich würde fast sagen, dass wir mit ihm hier relativ tapfer mal dort rüber gehen. Beides mal an. So, wir könnten alles auf A schießen, was gar nicht so schlecht wäre. Aber ich glaube, ein Medium Laser geht darüber, einfach um ein Evasion Token runterzunehmen. Engaging multiple targets. So, der Turm geht uns nicht mehr auf die Eier. Und bei dem haben wir immerhin schon mal genug Schaden gemacht, um theoretisch durchzukommen nächste Runde. Jawohl, das gab einiges an Schaden. Stellt euch mal vor, das wären jetzt noch alle drei Türme gewesen an der Stelle. Das hätte geschmerzt. Dieser Supply Truck. Darf nicht entkommen. Ich frage, wie wir was verhindern wollen, ne? Aber wahrscheinlich einfach nur ein Bonus, der uns wieder ein bisschen mehr Payment bringt. Er geht in Schutzmodus. Das ist rechtschaffen harmlos. Der Firestarter muss mal rankommen, um richtig gut zu werden. Das lässt uns jetzt auch noch relativ kalt.
von da hinten kommt irgendwas, was wehtun könnte, wenn es trifft. Und der Spider kommt natürlich auch näher ran. Kann jetzt aber nicht umlaufen, zumindest mal. Umlaufen. Ja. Doch, kann er schon. Aber er trifft nicht, weil er sich einen sehr bescheidenen Winkel aussucht. Wir haben sogar den Firestarter im Nahkampf-Range. Das ist gut. Ich glaube aber, dass wir jetzt hier Vigilance machen wollen. Und das wird uns in eine Position bringen, wo wir massig auf die Mütze kriegen. New sensor contact. So, den linken Arm haben wir erwischt. Unsteady ist er. Das Ding verpieselt sich. Ja, so schnell kommen wir da nicht wirklich hinterher, ne? Weiß ich nicht, ob wir das verhindern können. Let's do this. Rebel. Ich würde sagen, auch hier gehen wir Multitarget. Und das Turret nervt uns. Der hier sowieso. Und der auch. Aber ich glaube, der Spider mehr als der Locust. Deswegen lassen wir den Locust dann doch mit dem Schrecken davon kommen. Confirmed. So, den Turm haben wir. Da hinten sehen wir allerdings 2, 4, 5 Mechs. An der hintersten Station da, da wäre es natürlich schön, wenn die sich gleich so positionieren, dass wir die alle an einem Munitionskasten haben. Ja, ja, stopp, 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 stopp. Nein, 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 nein. Naja, gut. Ist leider aus dem Ding rausgerannt. So wäre es schön, wenn die alle drin wären, dann würden wir uns das Ding hier schnappen und hätten sie alle erwischt, vermutlich. So, Obutz, wo willst du hin? Du willst angreifen, definitiv. Nächste Runde wollen wir, glaube ich, hier in die Pfütze, damit wir ein bisschen mehr Wasser lassen. Nein, ein wenig, ja, ihr versteht, Kühlung und so. Der hat geschossen, der hat geschossen, der hat geschossen. A, B, C. A, B, C. Das nimmt sich alles nicht viel. Machen wir so. Einiges an Hitze. Engaging multiple targets. Der Firestarter ist ganz schön zäh. Da haben wir ein Evasion. Und da haben wir eventuell sogar ein bisschen mehr von Schaden gemacht. Ein Dragon ein Gegner. So, jetzt ist die Frage, ob sich das lohnt. Wir können uns ein paar Ammo-Crates leisten. What's up, boss? Und da hinten sieht es echt so aus, als wäre es halbwegs lohnenswert. Zwei oder drei gegnerische Mechs für eine Munitionskiste bekämen, wäre das meines Erachtens ein ganz guter Deal. Kommen wir an die jetzt natürlich noch nicht so ganz ran. Aber ich glaube, dem würde ich ganz gerne den Rücken schießen. Ich weiß noch nicht, warum Trefferchancen so lausig ist. Ach, weil wir in ein Mineral Field reingehen, okay. Ne, wir müssen hier definitiv Multitarget machen, denn die Long Range Missiles sind da so herzlich nutzlos, dass wir da, glaube ich, umschwenken. Ja, das sieht alles wesentlich besser aus so. Roger! Ja, zwei popelige kleine Treffer. Treffer.
Aber da haben wir ein bisschen Schaden gemacht. Destroy it before it gets away. Yep. Tja, ich würde sagen, gehen wir nochmal eine Reserve. Dann können die zwar alle zuerst, aber wir sind noch geschützt. Und wenn die schießen, dann verlieren sie ja ihre Deckung und dann können wir umso leichter abräumen gleich. Natürlich doof, der Firestarter wird uns jetzt ein kleines Hitzeproblem bereiten. Ganz genau, aber gut, dass er das beim Shadowhawk macht. Er ist generell nicht so hitzeempfindlich, weil er sehr viel weniger Bewaffnung hat, als er verkraftet. Stopp, stopp, stopp. Nein, du sollst doch in dem Ding drin bleiben. Skandal. Autsch. Das tut weh. So, der rennt auch weg. Oder was heißt weg? Auf uns zu. In unseren Rücken. Structure exposed. Ich frage, ob das der Seitenarm oder hinten ist. No, kriegst ein Beating. So, jetzt sind wir erstmal wieder ein Weilchen dran. Standing by. Wir können das Ding anwählen hier schon. Frage ist, was würde das... Würde das nur einen töten? Oder erwischt das Ding noch irgendwie so ein bisschen mit, wenigstens? What do you need? Das ist ein Kackfeld. Besser von hier. Attackieren wir mal den Fuß. So, den rechten Arm und den rechten Torso. Das sollte reichen, um ihn umzustoßen. Jawohl. Piloten verletzt. Das Ding erreicht gleich da Checkpoint Charlie. Yes, Commander. Ja, wir müssen, Center Torso. Das ist eine Scheißstelle. Da müssen wir, glaube ich, tatsächlich ihn hier rausnehmen ein wenig. Zurückziehen. Keine Lust, dass unser Center Torso explodiert. So, AB. Warum ist B so schwer zu treffen? Alles eher lausig. Aber egal. Roger! Rechten Arm haben wir. So, das Ding verpisst sich auch. Da hätten wir eventuell doch einen schnelleren Tank mitnehmen müssen. Der schüttelt mitten drin. Schießt wieder auf den Kreis auf. Armor holding. Und die Zikade rennt wieder auf uns zu. Und geht auch auf ihn. Und trifft natürlich auch mit dem 50er PPC. Losing armor. Yeah, I know. Da hätten wir zwei, die wir sofort rausnehmen könnten. Leider tun sie uns nicht den Gefallen, sich zu zweit in ein Kästchen zu stellen. Was schön wäre.
Tja, hauen wir den raus, ist die Frage. Da kommen dann halt alle wieder. 95 Melee Attack würden wir machen. Es ist so, als würden wir nur 4 Waffen abschießen. Viel mehr können wir, glaube ich, eh nicht jetzt. Alternativ gehen wir hier hin. Nehmen die 2 Crates raus. Wir haben Bulwark, wir könnten gucken, was wir jetzt schon treffen könnten. Multi-Target. Das Ding, wie viel hat das? 25. Das erwischen wir allerdings nicht. Die beiden könnten wir. Wobei wir den nicht feuern müssen eigentlich und den auch nicht. Schauen wir mal, wie das so wird. 5 Raketen sollten reichen. Okay. Ja, Mathe war noch nie meine Stärke. Das hat nicht im Ansatz gereicht. Das haben wir verkackt. Er kommt da nach vorne gesprotzt. Eieiei, so viel Schaden. That shot hit internals. Yes, Commander. Wir gehen einmal dort hinüber. Das Problem ist halt wirklich die Hitze. Auf dem Level hier ist die Hitze nicht unser Freund. Den wollen wir. 5 Punkte sind noch da. Den wollen wir auch. So überhitzen wir nicht und machen eventuell ein bisschen was an Schaden. Copy that. Eine wird schon treffen. Munitions crate down. So, haben wir erwischt. Schauen wir, was mit dem passiert. Der da drin steht. Scheint nicht viel auszumachen. Oder war der vorher ganz? Ja, wahrscheinlich war er vorher ganz. Wieder in den Torso. Alter Falter. Ich glaube, wir müssen hier wirklich komplett einen Rückzug praktizieren. Da kommt ein Panther. Auf den Dragon. Auch auf den Shadowhawk. Und da jetzt auf den Orion. Wir haben noch keinen einzigen. Das ist nicht geil. Gar nicht geil. So, Rebel. Du gehst mal bitte. Gibt es hier keine... Doch, es gibt entweder Stellen, wo du überhaupt nichts machen kannst. Ja, die Frage, ob es das wert ist, ne? Komplett aussetzen. Ich meine, die sind jetzt gleich alle dran. Die hauen uns so auf den Quark. Moving to position. Gehen einfach mal raus mit ihm, denn er hat nur noch 49 Punkte im Center Torso. Das ist mit 2 Hits mit einem Medium Laser. Der Moonwalk jetzt erstmal da weg.
Medusa darf. Nehmen wir noch. Wir gehen mal hier ins Wasser. On my way. So, stehen wir im Wasser. Multitarget dort und da. So, 6 Schüsse mit E8 Schaden. Das würde für A reichen, selbst wenn wir sehr, sehr schlecht schießen. Also machen wir das Ganze jetzt hier so. Der hat zwar sehr viel Evasion Charges, aber es sollte reichen. Nicht viel Schaden gemacht, leider. Sind immer noch alle Gegner da. So, das Ding ist jetzt gleich durch. An enemy transport has escaped. Ja, ist halt Schicksal. Ja, wir haben ja noch ganz andere Probleme. Wir sind immer noch in Unterzahl. Hätte man das natürlich vorher gewusst, dass die Dinger da escapen, hätte man von vornherein den Ausgang links nehmen können, hätte man hier auch nicht alles auf einmal abbekommen. Sich auf die Seite. Barely hit, Commander. Ja, barely hit würde ich jetzt nicht nennen. Aber wenn du meinst, das juckt dich nicht, dann ist es ja umso besser. So, da stehen jetzt in dem Crate 2 drin. Jetzt ist die Frage, ob wir langsam uns Sorgen machen, hier unsere Mission Goals nicht mehr vernünftig erfüllen zu können. Oder aber, ob wir da jetzt extra reingrätschen, weil wir hier 2 drin haben. Hey there. Oder ob wir es jetzt hier tatsächlich versuchen, den noch zu erwischen. Denn wir haben ihn ja immerhin schon angeknuspert, ne? Dragon verfolgt den mal. Wenigstens einen der Boni vielleicht noch halten können. Ja. Wenn die M-Laser ausschalten, überhitzen wir nicht. Dann haben wir unser höchstes Damage-Potenzial bei höchster Trefferchance noch da. Machen wir einfach mal so. Doctor Exposed. Wenn wir jetzt noch das gleiche wieder treffen. Nee, tun wir leider nicht. Sorry. So, unser Orion kriegt ein paar Schüsse ab, aber der steht ja zum Glück immer entrenched da. Und wir wollten, glaube ich, diese Runde... Nein, wir kommen nicht ins Wasser. Eine Runde Pause und hauen dem hier aufs Maul. Muss man dafür laufen? Sieht so aus, als müssten wir laufen, ne? Das wäre natürlich doof, wir würden dann unseren Bonus nicht mehr mitnehmen. Von hier aus könnten wir einiges treffen. AKA das da. Den da und den da. Wir müssten halt jetzt einiges runterfahren. Nicht auf die Katze geht. Sie sich wieder sehr dicht bei meinem Fuß. Ein Nest gebaut. So, A ist jetzt natürlich völlig überrepräsentiert. Hier schalten wir auf B um.
Hier auf C. Ein Medium Laser aus. Und die aus. Jetzt sind wir am Limit. Schießen allerdings wieder nur mit den 4-5ern auf, also 5-4ern auf das. Das wird also nicht funktionieren. Prozent. Das muss reichen. Ich glaube, der Locus ist mir egal. Nochmal Chicada und das Ammunition-Ding lieber sicher weg. Jetzt haben wir drei Dinger auf A. Das ist auch Quatsch. So. So machen wir's. Aber der ist entrenched, ne? Irgendwie, glaube ich, so richtig geil habe ich das nicht gemacht. Nehmen wir das da, den da und den da und machen Minimalismus. Das sind 80%, das ist gut. Davon lassen wir einen weg. Lassen wir auch weg. So machen wir das. Engaging multiple targets. Some losses were to be expected. But we need as many of those crates as you can recover. Try to sell ja, wir haben uns jetzt die 3 in den Kopf gesetzt. Und da haben wir jetzt einen und hoffentlich noch einen zerstört. Genau, 2 von 8 sind tot. Und das waren halt relativ fette. Ich glaube, das war es wert, einfach um hier halbwegs ungeschoren davon zu kommen. So, da scheint noch ein Tower zu sitzen, aber ich glaube, den werden wir auch nicht mehr erwischen, wenn der vor uns dran kommt. Der kam ja bisher immer vor uns dran. So, da kommt der Locust wieder und will nerven. Hört nicht ganz so. Solange sie alle auf den Orion gehen, sind wir zufrieden. Der Firestarter ist eh nicht mehr so der ernstzunehmende Gegner. Kann natürlich immer noch Schaden machen. Oh, und uns überhitzen. Das Schwein. Structural Damage. Damage minimal. Warning. Heat exceeding recommended level. So, der Panther ist ein bisschen überhitzt. Und wird jetzt wahrscheinlich selber noch weiter überhitzen. Ja. 25 in Rücken. Ah, okay, stimmt. Das Entrenched gilt nicht gegen von hinten. Und ein Jenner. Okay, das hätte schlimmer laufen können. Wolverine. Oh! Was war das denn für ein Glückstreffer? Der hat mir 3 Dinger abgezogen. Das ist übel. Jetzt wird es Zeit, dass wir langsam mal drankommen hier. Let's do this. Medusa. Schmeißen wir noch einen Attack gegen den da. Ist nicht klug. Time to get physical. Und bringt er nicht mal was. Er ist nicht kaputt gegangen. Sau. Doch. Er hat ihn verletzt und es war sein dritter Punkt. So, 3 von 8. Das heißt, 5 sind noch übrig und wir sind extremst angeschlagen. Der haut leider ab. An enemy transport has escaped. Ja, beide escaped. Haben wir Pech gehabt. Dumm gelaufen. Wenigstens kriegen wir jetzt unseren Jungen zurück hier. So, die rechte Seite ist anfälliger als die linke. Stellen wir uns hier mal ein bisschen doof hin, würde ich sagen. Got it. Aber wir können die nicht ganz aus dem Kampfgeschehen abziehen.
Vigilance. Die Chancen sind da nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir mal einen raus, GX hier. Copy that. Na gut, immerhin eine Hälfte von ihm haben wir erwischt. So, wir können jetzt noch einen Nahkampfangriff machen. Wir müssen uns dafür leider bewegen und kommen an nichts anderes dran. Aber das muss halt jetzt mal sein. Und unsere Hitze geht wieder auf ein halbwegs brauchbares Maß runter. So, er wird jetzt hier mal wieder zurücksprinten. Ja, wie gesagt, im Nachhinein betrachtet, ich hätte was genau anders machen müssen. Die beiden Heavies hätten hier auf der Base Havoc gemacht. Und die etwas schnelleren wären den Transportern hinterhergerannt. Oder wir hätten von vornherein hier diese Route genommen und hätten das Feld von da aufgerollt. Aber wäre, wäre Fahrradkette. Die haben... Warum haben die denn überhaupt keine Chance? Dann können wir die auch weglassen. 40, 40, 40. Gehen wir was Vernünftiges rein. Den Panther da. Bessere Chancen. Nehmen die M-Laser wieder raus. Verlieren wir ein ganz klein wenig Hitze und machen vielleicht etwas Schaden beim Panther. Schönen Treffer ans Bein gesetzt, aber insgesamt mehr kosmetisch. Da schauen wir irgendeine Turret. So, 4 von 8 und wir sind extremst angekratzt. Zum Glück sind da 3 Leitpanzer noch am Start. Evasive Movement, das heißt, wir müssen hier wieder auf Guarded Entrenched gehen, gleich. Oder wir lassen das an der Stelle. Und gehen mal in die Reserve und warten, was die Gegner so machen mit ihrer Initiative. Orion, oh, hat Hit gegen uns. Der Panther nimmt Speed auf. Puh, zum Glück nicht getroffen. Und ein bisschen Hitze wieder aufgenommen. Der Jenner hat uns eben sehr, sehr viel Schaden zugefügt. Der versucht sie wieder. Geht aber auch gut in den Hitzemodus. Standing by. So, können wir hier noch eine zweite Runde Nahkampfangriffe machen? Können wir. 70 Melee-Schaden ist aber im Zweifelsfall nicht mehr, als wir sonst jetzt anrichten können. Deswegen glaube ich, fast sollten wir gucken, ob wir hier drinnen Frage ist halt, was wir mit dem Dragon machen, ne? Eigentlich ist der die größere Gefahr. Drehen uns mal so, stellen uns ins Wasser. Die Chancen, den zu treffen, ist gar nicht so schlecht. Der hat allerdings den meisten Schaden gemacht. Ich glaube, wir gehen auf Multitarget AB. Denn da haben wir den S-Laser drin, die 20 Punkte Bonusschaden oder das beziehungsweise das eine Häkchen hier können wir kostenlos mitnehmen. Das bisschen Hitze, was wir entwickeln, weil wir im Wasser stehen, ist zu vernachlässigen. Splitting Fire. Ich möchte auf jeden Fall den schwach gepanzerten Jenner möglichst schnell aus dem Spiel nehmen, denn der Schaden von dem ist abnorm. So, sehr schön. Wir gehen noch einmal in Reserve, glaube ich, mit dem Rebel. Ich möchte nicht, dass uns der Dragon da auf die Pelle geht. Tut er nicht, er geht auf den Orion. Das ist gut. Standing by. So, Dustbreaker. Heading out. Fast unverletzt.
so. Die beiden S-Laser gehen hier vorne hin, das ist brav. Machen wir so. Hauptsache alle kriegen ein bisschen was ab. Structure exposed. Head hit, sehr schön. Ein bisschen Schaden gemacht. Bei S-Laser haben da einen M-Laser-Crit ausgelöst, ansonsten gar nichts. Da haben wir einfach nur ein bisschen Schaden gemacht, aber nicht viel. Den müssen wir wahrscheinlich voll aus dem Guard-Entrenched-Modus rausballern, denn der scheint einen Bulwark zu haben, einfach immer stehen zu bleiben. Good to go. So, kriegen wir hier noch einen Nahkampfangriff? Nein, kriegen wir nicht. Kommen wir irgendwo hin? Nein, kommen wir auch nicht. Okay, dann gehen wir da rüber. Nächste Runde entweder Nahkampfangriff machen oder ins Wasser gehen. Ich glaube, für den Moment würden wir hier drauf schießen. Die Long Range Missiles alle ausschalten. Und nur mit dem Feuer, was wir jetzt hier haben. Potenziell 100 Schaden. Engaging Target. Ja, hat Schaden gemacht, aber hat ihn nicht sonderlich beeindruckt. Commander. So, wir gehen mit ihm wieder in Vigilance. Und würden dann auch den Jenner attackieren mit allem, was wir haben. Jumpjet destroyed und ein SRM-4 crit. Das heißt, wir haben zwei Waffen gecrittet. Aber wir haben ja im letzten Let's Play erfahren, dass es nicht so viel bringt. So, Rebel könnte jetzt direkt nochmal. Machen wir aber nicht. Kleine Lokus. Immer noch im Spiel und will Nerven holen. Reporting. Hauptsache er hat nicht unser linkes Schulterblatt getroffen. Da hängt nämlich eine Waffe dran, die wir noch gerne benutzen wollen würden. Doing, das hat wehgetan. Reporting. Internal damage. Das ging aber zum Glück auf den Arm, hoffe ich. So, der Jenner. Ich kann zum Glück jetzt, glaube ich, ein Arsenal nicht mehr komplett abrufen. Naja, er schießt nur mit 2, ansonsten würde er überhitzen. Light damage, Commander. Jawohl, ja. Yes, Commander. Hauen wir den einfach mal raus, dann. Ich kann ja nicht angehen, dass sie uns ständig weiter nerven, die Kollegen. Drei leichte Tanks zu ignorieren ist nicht immer zwingend eine gute Idee, haben wir auch festgestellt. Hier wieder eine Reserve. Geben dem Dragon die Chance, noch mal ein bisschen Spökes zu machen. Einiges kassiert hier, muss ich sagen. Das würde deutlich besser laufen, wenn wir das Spiel schon kennen würden. Also, sprich, wenn wir wissen würden, welche Mission was beinhaltet. So, an der Stelle gehen wir jetzt aber mal hier in den Teich. Aber damit wir mehr unseres Arsenals nutzen können. Und langsam auch schon mal anfangen können, da ein bisschen... So, können wir jetzt alles abfeuern. Tja, der hat leider sehr viel Ausweichen. Oh Gott, die Chancen sind ja unglaublich unterirdisch, den überhaupt zu treffen. Gehen wir nochmal anders. Den und den vielleicht. Das bleibt bei 90%, ist wesentlich angenehmer. Geht nur auf 80 runter. Okay, 45, das ist immer noch relativ schlecht. Also generell Long-Range-Missiles gegen kleine Ziele sind nicht zu empfehlen. Gut, dann machen wir das so. Er kriegt die ganzen Raketen ab und da knattern wir das andere Zeug rein. Engaging multiple targets. Das
So, viel Schaden haben wir nicht gemacht. Dust Raker. To the rescue. Kann er? Nein, kann er nicht. Move into position. Wir warten mal ein bisschen näher ran. Dragon gegen Dragon? Oder versuchen wir dem Jenner jetzt doch mal einen reinzugrätschen? So ungefähr. Das reicht. Lighting him up. Das war sehr ereignislos und traurig. Yes, Commander. Ne, muss man eine Runde bracen, leider. Ich hab gedacht, wir könnten jetzt wenigstens irgendwelche Killshots verteilen hier, aber es ist uns zu riskant. Die Gegner sind zwar relativ handzahm jetzt, diese Runde, weil sie alle überhitzt sind. Oder so gut wie überhitzt sind. Warning. Armor low. Armor low. Ja. So, kommen wir hier wieder in Nahkampf? Ja, kommen wir. On my way. Macht Medusa mit dem Wolverine jetzt einfach mal den Little Basher hier. My way into it. Schön. Rechten Arm, rechten Torso. Waiting for orders. Nee, müssen wir leider noch ein bisschen warten. Holding for the right opportunity. Der Dragon bewegt sich, das ist super. Oh, Kampf ist gegangen hier. Reporting major armor loss. Major armor loss. Oh, wir haben ein, tatsächlich, das war richtig übel. Was war das denn? Commander? Nee, so doch nicht so übel. Das war das vom Gegner, was ich gesehen habe. So, wir greifen den allerdings auch sofort an. Linken Arm haben wir erwischt. Eine Initiative genommen. Und ein bisschen Schaden haben wir auch noch gemacht. Wir haben auch die Option, in den Nahkampf zu gehen. Ich glaube, das nutzen wir jetzt auch. Unsere Hitze verheißt ja nichts Gutes. So. Linken Torso erwischt, den Pilot nochmal injured und nochmal injured, weil er jetzt hinfällt. Ein liegender Dragon ist wesentlich harmloser als ein stehender Dragon. Receiving you. So, unter den Voraussetzungen können wir ihm nochmal wieder einen Vigilance geben. Und dann hier ein bisschen moven. Und gucken, ob wir dem Panther nicht noch ein bisschen Spaß bereiten können. Keine hohe Chance, dass wir treffen. Locked on target. Ne, wir treffen tatsächlich gar nichts. Failed to connect. Die nächste Runde kann er auch nochmal richtig einen rausrocken. Wir sind also noch nicht safe an der Stelle. Let's do this. Müssen wir also gucken, dass wir jetzt ein bisschen wegrennen hier. Ungefähr dahin. Roger that. Dann allerdings auch gucken, dass wir ihn hier angreifen mit allem, was wir haben. Denn der ist noch vor uns dran. Der Panther kommt hoffentlich nicht um diesen Brocken hier rum, um auf uns zu schießen. Er schießt auf den Orion, das ist gut. So, Medusa macht weiter mit dem Klatschen hier. Position confirmed. Gewöhnt sich gerade an seine Nahkampf-Skills. There's only one of them left. Take it out and this facility is ours. Gut getrampelt. Die anderen sind inspired.
und haben, wie gesagt, durch die Nahkampfangriffe der letzten Runde in Theorie wieder einiges an Optionen, Waffen abzufeuern. Wobei, bei ihm hier muss man sagen, ach so, ja, da ist natürlich die Hitze nicht weit zurückgegangen, weil er zwei Small Laser dabei hat, die ihn Nahkampf triggern. Gucken also mal, was wir hier so haben. Die lassen wir weg, 25%, dafür brauchen wir keine Munition verschwenden. Uiuiui. Ein Träumchen, was du da für eine Performance hinlegst. Ja, vier Dinger und alle treffen nicht. Beziehungsweise andersrum, vier Dinger und keiner trifft. Ja gut, dann stellen wir uns dahinter. Auch schön ins Wasser. Und auch mal hier drauf, machen auch die Long-Range-Dinger weg. Das war zumindest mal ein bisschen Schaden. So, jetzt hast du allerdings einen großen Fehler gemacht. Bisher hat deine Panzerung dich ja vor allem bewahrt, aber so dicht dran zu kommen, war vermutlich doch nicht so geil von dir. Liften da erstmal die Evasion. Knockdown, rechten Arm, rechtes Bein. Und noch eine Verletzung. Na gut, für den Fall kann Rebel natürlich auch nochmal mutig werden. Könnte sogar drauftreten einfach, aber ich glaube, das machen wir jetzt wie ein Profi. On my way. Na gut, gehen wir auf das zweite Bein. Taking the shot. Nicht, dass ich irgendwas vom Panther haben wollen würde. Receiving you. Na, du trittst mal drauf. Der Melee-Damage von den Heavies ist dann doch deutlich höher. Und damit ist er raus. Ja, dann haben wir die Mission schlecht bestanden, aber wir haben sie bestanden. Und das Wichtige ist, wir haben sie ohne Verluste bestanden. Lord Carosos will be grateful. Sehr schön. Enjoy your victory, Commander, you've earned it. Ja, wie gesagt, hätten wir gewusst, wie die Mission abläuft, oder für euch, falls ihr das Ding nachspielt, wisst ihr jetzt, wie man es nicht macht, denn wir hätten locker zwei oder drei der Ziele mehr erreichen können, indem wir einfach diese Konvois abgefangen hätten mit etwas schnelleren Mediums und ja, die Hauptgegner-Schar etwas gezielter ausgeschaltet hätten, weil uns sind jetzt einige Mechs ziemlich auf die Nerven gegangen, die wir als nicht allzu große Gefahr eingeschätzt hätten. Aber wir wissen jetzt, dass es Jenna gibt mit erstaunlich guter Bewaffnung und werden in Zukunft darauf aufpassen müssen. So, hier gibt es ein bisschen was. Wir haben ein Stückchen Dragon mit 60 Tonnen, gut. Wir haben ein Stückchen Griffin, ist auch gut. Dann scrollen wir mal weiter runter. Ein Flamer Plus mit Bonus Damage, aber ohne Heat. Ja. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ist aber der einzige Plus, der da ist. Nutzen wir überhaupt Flamer, ist die Frage. Aber wie gesagt, die Tanks, die hier gefallen sind, die wollen wir alle eigentlich nicht haben. Auch wenn viele von uns, also viele davon uns noch in der Sammlung fehlen, aber ich glaube, so ist am schönsten. Confirm. Und was kriegen wir noch dazu? Wir kriegen sowieso ein paar, zwei Stückchen Firestarter und ein bisschen was Panther. So, Lord Carosas, what a pleasure to see your face again.
Wir sollen ihn mit den Nettigkeiten ersparen. Lapdog, Schoßhund. Du bist hier, weil deine Mistress was braucht, also deine Herrin. Ja gut, der scheint nicht so super erfreut zu sein über seine Befreiung. Das heißt, die letzten 3 Jahre wurde er von ihrem Onkel malträtiert ohne Ende und nur weil er aus Stolz sich nicht gebeugt hat, wurden seine Kinder entführt und schlimme Sachen sind passiert. Ja, wir sagen einfach mal nichts dazu. Warum sollen wir uns da einmischen in so ein Ding? Wir gestehen ihm jetzt zu, dass er hart gelitten hat und halten ihm vor, dass wir ja seinen Sohn jetzt immerhin befreit haben, aber er sagt, ja, Otto ist nicht mehr der Mann, den er mal kannte, beziehungsweise den Sohn, den er mal hatte. Er ist gebrochen. Und seine Tochter wurde exekutiert, weil sie uns treu geblieben ist. Ja, der gute Mann ist verbittert und wir kommen hier scheinbar nicht so richtig auf den grünen Zweig. Now go please, leave me alone to attend my son. Full of busted up dragons. Er will uns jetzt nicht erzählen, dass Dragon guter Mech ist, aber er ist groß und kann jede Menge Knarren tragen. Das heißt, wir sollen mal im Shop gucken. Ja, Shop ist immer so ein Ding. Bin ich kein Freund von. So, und Panther 9R haben wir zusammengesetzt. Gucken wir mal in den Baracken. Ich glaube aber, dass wir schon nicht Baracken, im Mech Bay. Wir müssen auch noch ein paar Reparaturen schedulen, denn er hier hat einiges abbekommen. 4 Tage. Er hier hat Überhitzungsschaden. Dauert 3 Tage. Und der Wolverine hat auch ein bisschen was abbekommen. Dauert nochmal einen Tag. So, jetzt ist unser Dings auch schon komplett voll hier. Und wie gesagt, Panther haben wir schon. Und auch genau den neuen R. Das heißt, den werden wir jetzt entweder scrappen oder erstmal to Storage senden. Ja, ab in die Storage. So, Wolverine 6K, Wolverine 6R. Die sind zumindest mal ein wenig unterschiedlich. Hunchback wollten wir so mal spielen und Dragon nutzen wir aktiv. Okay. Das Einzige, was uns hier aufgefallen ist, ist, er hat ein unglaubliches Hitzeproblem. Deswegen gucken wir da gerade nochmal rein, ob wir den nicht ein bisschen anders refitten können. Wir hatten uns ja überlegt, dass wir nur entweder oder abfeuern und uns das deswegen nicht so hart trifft. Sieht aber jetzt gerade so ein bisschen anders aus, finde ich persönlich. Also die Nahkampflaser finde ich durchaus gut, weil ich mit dem ja gerne versuche, nah ranzukommen. Und ansonsten hat er auch eigentlich fast keine Waffen. Also ich wüsste nicht, wie wir hier großartig was verbessern sollen. Denn wir sind schon ziemlich am Limit. Wir könnten halt auf eine noch leichtere AC-Knarre gehen, auf eine AC-2. Aber die macht dann halt nur noch 25 Schaden. Das heißt, unser Ranged Damage von dem Ding würde noch weiter droppen. Abgesehen davon haben wir gerade gar keinen. Ne, AC2 haben wir gar nicht. Ja, müssen wir die Karre erstmal so lassen. Wir sind nicht ganz zufrieden mit dem Ding. Und gucken jetzt mal hier in den Store. Denn wir haben ja ein bisschen was an Kohle bekommen. Eine AC2 Plus, das ist natürlich geil. Die nehmen wir sofort. New weapon systems available. Und eine AC-20 Plus. Ich überlege gerade, ob wir überhaupt irgendeine AC-20 haben. Ich glaube, die Antwort ist nein. L-Laser nutzen wir auf jeden Fall. Plus 10 Damage ist auch durchaus lohnenswert. Das Ding nehmen wir auf jeden Fall mal mit. New weapon systems available. So, hier sind Dragon Parts, aber unlimited. Aber für fast 2 Millionen... Das ist es uns definitiv nicht wert. So, LRM 10. 1 Stability Damage und 25% Crit. Den nehmen wir auch noch mit. New weapon systems available. So, und der hat einfach nur 5 Damage. Den nehmen wir auch noch mit. So, jetzt haben wir aber genug Kohle ausgegeben.
definitiv. Wie gesagt, AC20 Plus ist jetzt nicht so der Burner. So, Cell, wir gucken mal, was wir kriegen würden für die Karre. Firestarter, Locust 1C, 1M, 1V. So viele Locusts hier, verschiedener Garnitur. Für den Panther würden wir 300.000 kriegen, den wir gerade eingelagert haben. Und ich glaube, das machen wir auch, denn wir haben ja genau dasselbe Modell nochmal. Und ich bin kein Freund davon, wenn es nicht der geilste Panzer ever ist, die Jungs mehrfach zu behalten. So haben wir wenigstens wieder ein bisschen von der Kohle reingekriegt, die wir ausgegeben haben. Und jetzt müssen wir gucken. Ich glaube, dass wir hier noch Aufträge haben. Vor Ort, genau. Ein Zweier und ein Dreier. Und der ist sogar richtig gut. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal gucken, dass wir hier... Wir haben ja einiges an Reparaturen ausstehend. Dass wir die Manage-Task-Liste machen, den Orion nach oben schieben. Und den Wolverine. Und dann zumindest mal 4 Tage noch kurz abwarten. Bevor wir dann im nächsten Let's Play hier die beiden Missionen machen. So. Jetzt haben wir da ein bisschen was wieder zurück. Und ja, im nächsten Let's Play können wir dann gucken, wie wir uns hier schlagen bei den Missionen und was wir da an geilem Loot abgreifen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin. Das waren ein paar Bis dahins zu viel, aber wir sehen uns. Ciao.